WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 13. Januar 1717. Der Todestag der Naturwissenschaftlerin und Kupferstecherin Maria Sibylla Merian. Ich habe mich seit Jugend an mit der Erforschung der Insekten beschäftigt. Wenn das keine Untertreibung ist. Diese kleinen kriechenden und fliegenden Tierchen waren nämlich die Leidenschaft ihres Lebens. Nichts sonst hat Maria Sibylla Merian so bedingungslos entflammt und begeistert. Nicht ihr Mann, der auf keinen Fall. Und vielleicht nicht einmal ihre beiden Töchter. Ich entzog mich deshalb aller menschlichen Gesellschaft und beschäftigte mich mit diesen Untersuchungen. Das gilt allerdings nur für die Jugendzeit. Denn als Maria Sibylla Merian starb am 13. Januar 1717, heute vor 300 Jahren, war sie eine der renommiertesten Naturwissenschaftlerinnen ihrer Zeit. Bekannt nicht nur bei den Fachkollegen, sondern bewundert und geschätzt auch an Fürstenhöfen oder in den Wohnzimmern und Raritätenkabinetten wohlhabender Bürger. Wenn je ein Frauenzimmer lebte, welches auf einen bleibenden Ruhm und innige Hochachtung mit Recht Anspruch machen kann, so ist es die berühmte Maria Sibylla Merian. Dieses Lob verdankte sie nicht nur genauer Beobachtung und wissenschaftlicher Akribie, sie war auch eine Künstlerin. Sie zeichnete und malte, was sie sah, ätzte es in Kupferplatten, vervielfältigte und kolorierte, gab Bücher heraus, die bis heute mit zum Schönsten zählen, was die frühen Naturwissenschaften zu bieten haben. Die Merian stammte aus einer bekannten Frankfurter Künstler- und Verlegerfamilie. Der berühmteste davon ist ihr Vater, Matthäus Merian. So die Schriftstellerin Dr. Barbara Beuys, die eine Biografie zum 300. Todestag der Merian veröffentlicht hat. Die Merians haben als erste in Deutschland große Bücher herausgebracht mit wunderschönen Kupferstichen. Und zwar Bücher, ungewöhnliche und neue, über Reisen, über politische Ereignisse und über Geschichte und auch ganz viele über Naturwissenschaften. Und die hat sie als Kind natürlich auch angesehen. Leider stirbt ihr Vater 1650, da ist sie 3 Jahre alt. Die Mutter scheint sie nicht gefördert zu haben, wohl aber deren zweiter Mann, Jakob Morell, selbst ein bekannter Blumenmaler. Der sieht, wie die kleine Maria Sibylla die lockenden Vorlagen kopiert und abmalt. Ein Talent, dieses Kind, ohne Zweifel. Er sorgt also für ihre handwerkliche Ausbildung. Nichts Besonderes damals. In dem angeblich so dunklen Mittelalter war es Frauen möglich, berufstätig zu sein. Einmal als Unternehmensfrauen, die das Geschäft führten, wenn der Mann auf Reisen war. Aber Frauen war es auch erlaubt, in den Zünften zu arbeiten. Und so hat sie, selbstverständlich für die damalige Zeit, gelernt zu zeichnen, zu malen und auch Kupferstiche auszuführen, was ja eine gar nicht so leichte körperliche Arbeit ist. Ihre eigentliche Leidenschaft allerdings entdeckt die Merian etwas später, so um 1660. Mit etwa 13 nimmt sie eines Tages eine Seidenraupe, steckt sie in ein Holzkästchen und beobachtet, wie sie sich verändert, verpuppt und schließlich zum Insekt wird. Das Mädchen ist fasziniert, sammelt noch andere Kriechviecher von Sträuchern, Büschen und Gräsern. Danach stellte ich fest, dass sich aus anderen Raupenarten viel schönere Tag- und Eulenfalter entwickelten als aus Seidenraupen. Sie hat hunderte von Raupen zu Hause in Spanschachteln gebracht. Die hat sie dort ernährt, hat alles aufgezeichnet, hat beschrieben, wie sie aussahen, hat die gefüttert und gewartet, bis aus den Motten oder Schmetterlinge, die sie Vögelein nannte, schlüpften. Es waren wirkliche Experimente, aus denen sie dann auch neue Schlüsse gezogen hat. Und das ausgerechnet mit Insekten, diesem Gewürm, verachtet seit der Antike, geboren aus Dreck und Exkrementen, wie man glaubte, abstoßend, fast dämonisch. Doch im 17. Jahrhundert änderte sich der Blick. Das Interessante ist, dass möglicherweise, nachdem die großen Entdeckungen vorbei waren, man hatte die Meere befahren, man hatte Afrika, Indien, Asien, Südamerika entdeckt, dass nun das Kleine faszinierend war. Und nicht umsonst ist in diesem Jahrhundert das Mikroskop erfunden worden. Und auf diesem Hintergrund hat sich die Merian entwickelt und hat da auch sozusagen Rückenwind gehabt.
Maria Sibylla Merian ist also Teil einer naturwissenschaftlichen Bewegung. Eine gut ausgebildete, neugierige, eigenwillige und zielstrebige junge Frau, die 1665 mit 18 Jahren den Maler Johann Andreas Graf heiratet, einen Schüler ihres Stiefvaters Jakob Marell. Nach 5 Jahren zieht sie mit ihm in seine Geburtsstadt Nürnberg. Das Geld ist knapp. Die junge Frau Graf, geborene Merian, mittlerweile Mutter einer Tochter, muss mitverdienen. Sie hat eine sehr moderne Idee. Nämlich Netzwerkbildung. Sie ist zu den bürgerlichen Familien gegangen. Ihr Name war sicher ein Türöffner. Ihr Vater hatte viele Beziehungen zu Nürnberg und hat den Vätern und Müttern vorgeschlagen, ich eröffne eine sogenannte Jungfernkompanie und da werde ich eure Töchter unterrichten in Malen, Sticken und Nähen. Und das fanden die toll. Und sie hat auf diese Weise auch Menschen kennengelernt, berühmte Leute in Nürnberg, die sie dann später auch mit ihren Büchern gefördert haben. Denn das wird der zweite Coup der Maria Sibylla Merian. Sie veröffentlicht Bücher. Zuerst bringt sie ihre Blumenbücher heraus, wunderschön kolorierte Kupferstiche als Vorlage für die zeichnenden und stickenden Schülerinnen. Und dann 1679 bzw. 1683 erscheint in 2 Teilen ihr eigentlicher Geniestreich, das Raupenbuch. Titel? Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung. Auf jeweils einem Blatt zeigt sie die verschiedenen Stadien der Veränderung einer Raupe in farbigen, bestechend genauen, bis in die feinsten Härchen stimmenden Zeichnungen, zeigt die Tiere auf den Pflanzen, von denen sie sich ernähren, denn jede Art braucht eine andere, beschreibt den Fundort, die Zeit und die Länge der Metamorphose. Vorurteilsfreie wissenschaftliche Akribie also, eine Sensation. Das zeichnet sie aus als eine Pionierin, in einer Zeit, die ja als die Frühaufklärung gilt, als die Moderne begann. Schon die erste deutsche Kunstgeschichte überhaupt, die damals erscheint, widmet der Tochter des berühmten Kupferstechers Matthäus Merian einen ganzen Abschnitt, lobt ihr handwerkliches Können, ihren Fleiß und Forschergeist. Eine exzellente Werbung, die Maria Sibylla mittlerweile Ende 20 nicht nur in Künstlerkreisen bekannt macht, sie wird dadurch auch geschützt. Was sie gemacht hat, ist Glauben und Wissenschaft zu trennen. Alle, die vorher geforscht haben, waren doch der Meinung, wir interessieren uns für die Insekten, um zu zeigen, wie großartig Gott der Schöpfer ist. Sie hat das nie so gesagt, aber sie hat Experimente gemacht, völlig unabhängig von ihrem Glauben. Die Merians gehören den Reformierten an, einer Form des Protestantismus, der auf den Lehren des Schweizer Theologen Johannes Calvin basiert und von den Lutheranern tief missbilligt wird. In vielen Ländern werden sie verfolgt, in der weltoffenen freien Handelsstadt Frankfurt aber dürfen die Reformierten leben und arbeiten, allerdings keine Gemeinden bilden und keine Kirchen bauen. Barbara Beuys? Das heißt, sie gehörte zu einer Minderheit. Und wenn man zu einer Minderheit gehört, geht man entweder in der Mehrheit unter oder die Minderheit setzt auf den Einzelnen, auf seine Kraft, auf sein Selbstbewusstsein und kann sich so halten. Vielleicht daher die erstaunliche Unbeirrbarkeit der Maria Sibylla Merian. Es treibt sie weiter und weiter. Nach 10 Jahren verlässt sie mit ihren 2 Töchtern Johanna und Dorothea die Stadt Nürnberg und auch ihren Mann und kehrt nach Frankfurt zurück. 5 Jahre später zieht sie mit ihnen und der verwitweten Mutter ins niederländische Friesland, auf das Schloss Walter, in eine streng hierarchisch strukturierte Kommune von Reformierten. Ihr Stiefbruder Kaspar Merian, der schon lange in Holland lebt, hat den Kontakt vermittelt. Hier setzt sie ihre Forschungen fort, 6 Jahre lang. Doch 1691, nach dem Tod der Mutter, wieder ein Ortswechsel nach Amsterdam. Amsterdam war die Metropole Europas und sozusagen der große Hafen für alle, die Toleranz und Freiheit suchten. Die Zuflucht von Unternehmern, von Menschen, die anderen Glaubens waren. Und es gab eine gelehrte Elite, die wusste, wir können hier forschen, ohne dass uns irgendwelche kirchlichen Gremien auf die Finger gucken.
Hier werden die Bilder der Künstlerin geschätzt wie nie zuvor. Sie passt in die Szene. In der weltweit vernetzten Handelsstadt schwärmt man für exotische Mitbringsel aus fernen Ländern, die sich in den Raritätenkammern der Reichen und Gebildeten wiederfinden, auch naturwissenschaftliche Exponate. Die Merian steht fasziniert, aber auch kritisch vor farbenprächtigen Schmetterlingen, Tier- und Pflanzenpräparaten aus tropischen Gegenden. In jenen Sammlungen habe ich diese und zahllose andere Insekten gefunden, aber so, dass dort ihr Ursprung und ihre Fortpflanzung fehlten. Das heißt, wie sie sich aus Raupen in Puppen und so weiter verwandeln. Das alles hat mich dazu angeregt, eine große und teure Reise zu unternehmen. Und zwar nach Surinam an der Nordostküste Südamerikas. Surinam war damals eine holländische Kolonie und was dort ist, ist Tropen, Tropenwelt, tropische Pflanzen, tropische Insekten. Und sie will diesen blinden Fleck in der Wissenschaft erforschen, auch als Frau, hat ihr Testament aufgesetzt und ist dann im Sommer 1699 mit ihrer jüngeren Tochter Dorothea tatsächlich nach Surinam mit dem Schiff gefahren. Zwei Frauen allein, die Seereise auf einem Handelsschiff, viele Wochen lang, Ankunft in einem Land, das berüchtigt ist für sein feuchtheißes Klima, holländische Kolonisten, die sie zwar freundlich empfangen, aber eigentlich für verrückt halten, Expeditionen in einen undurchdringlichen, gefährlichen Dschungel, fast erschlagen von der bunten Vielfalt exotischer Flora und Fauna, sammeln, erforschen, Raupen, Pflanzen, Früchte, Schmetterlinge zeichnen und präparieren. Es wurde noch hinzugefügt, das Geschlecht der westindischen Spinnen, Ameisen, Schlangen, Eidechsen, wundersamen Kröten und Frösche, die alle von mir nach dem Leben gezeichnet und beobachtet wurden. Eine Knochenarbeit, die nur gelingt, weil Eingeborene helfen. Die beiden weißen Frauen kennen keine Vorurteile. Sie sind neugierig, fragen nach Kochrezepten und Heilpflanzen, zeigen sich freundlich, hilfsbereit, abgestoßen von der kurzsichtigen Dummheit der Plantagenbesitzer. Doch dann eine bittere Erkenntnis. Diese Hitze bekam mir nicht gut. Und ich sah mich deshalb gezwungen, früher nach Hause zurückzukehren, als ich gedacht hatte. 1701, nach nur anderthalb Jahren, zurück nach Amsterdam, mit Hunderten von Zeichnungen und Präparaten, schwer malariakrank. Und doch presst sie ihrem geschwächten Körper die Krönung ihres Lebenswerks ab. Ein Buch über die Metamorphose der surinamesischen Insekten. Das Buch, das 1705 erscheint, wird ein Knaller. Ihre Zeichnungen der exotischen Insekten, Pflanzen, Früchte werden an reiche Bürger verkauft, an Adlige, an Fürsten und Königshöfe. Maria Sibylla Merian ist berühmt als Malerin, als Naturforscherin, aber knapp bei Kasse. Bei der Herstellung dieses Werkes bin ich nicht gewinnsüchtig gewesen, sondern wollte mich damit begnügen, wenn ich meine Unkosten zurückbekomme. Doch diese Unkosten holt sie nie mehr herein. Sie gibt wieder Malunterricht, handelt mit Farben, verkauft ihre Präparate, arbeitet unermüdlich bis zu ihrem Tod am 13. Januar 1717. Sie wird trotz ihrer schweren Krankheit 69 Jahre alt. Ihr Begräbnis ist ordentlich, von ihr selbst noch organisiert und kein Armenbegräbnis, wie immer behauptet. Aber es gibt auch keinen Grabstein. Für die strenggläubige Reformierte ist der Tod nichts als Befreiung und Heimgang zu Gott. Die Merian-Biografin Barbara Beuys über diese Frau an der Schwelle zur Neuzeit, diese Pionierin der modernen Naturwissenschaften. Eine sehr zielstrebige, nüchterne, aber auch selbstbewusste und stolze Persönlichkeit, eine Frau, die damals jetzt nicht gegen ganz viele Widerstände kämpfen musste, sondern die ihren Weg gegangen ist. Und ich glaube, solche Vorbilder sind auch heute noch etwas sehr Erhellendes. Und auch heute noch bezaubern die Werke der Maria Sibylla Merian durch ihre Genauigkeit, ihre eigenartig filigrane Schönheit geschaffen. Damit ich sowohl den Kennern der Kunst als auch den Liebhabern der Insekten Vergnügen und Freude bereite. Wie es mich auch dann freuen wird, wenn ich höre, dass ich meine Absicht erreicht und gleichzeitig Freude bereitet habe. Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an Maria Sibylla Merian,
die heute vor 300 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über Susanna Margaretha Brandt, das Vorbild für Goethes Gretchen. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. wdr.de